Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich soll die Klappe halten, damit diejenigen, die die Wahrheit besitzen, sie auch durchdrücken können. Gibt es Leute, die die Wahrheit besitzen? Geld regiert die Welt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und so weiter. Diese Sprüche gibt es ja schon lange, nicht wahr? Und natürlich gibt es Leute, die sich für etwas Besseres halten, weil sie mehr Geld haben, weil sie mehr Macht haben. Aber das bedeutet nicht auch automatisch, dass sie über mehr Intelligenz verfügen. Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall. Und deswegen wird natürlich ein Lehrer nicht die Klappe halten. Gut? Okay. Ich habe mir mal wieder Thorsten Schulte angeguckt. Oh, Verschwörer! Nein, Verschwörungstheoretiker? Nein, auch nicht. Verschwörungspraktiker? Nein. Thorsten Schulte macht sich die Mühe, ein paar historische Fakten zusammenzusammeln, die eigentlich für ihn interessant sein könnten, und berichtet darüber, ne? So, und tja. Darüber hinaus ist er dann noch ein echter Gottesmann. Ne? Ich bin ja nur Agnostiker, aber er steht voll dahinter, hinter der Idee, du kommst auf die Erde und du verlässt die Erde und in der Zwischenzeit hörst du nur auf einen und das ist Gott. Ne? Also Gott kommt auch immer wieder bei mir vorbei und sagt dann, mein Baumann, du müsstest eigentlich mein bester Freund sein, kannst du dich nicht langsam mal einkriegen und voll und ganz zu Gott bekennen? Und ich sage immer, ich habe da noch den ein oder anderen Zweifel. Kannst du mir nicht dies und das und jenes noch beweisen? Dann sagt er, okay, machen wir. Irgendwann kommst du sowieso zu mir. Und dann denke ich, ja, kann passieren vielleicht. Aber ich habe da noch so ein paar Fragen. Ne? Zum Beispiel die Frage, haben wir es hier mit einer Verschwörung zu tun? Belege gibt es ja reichlich dafür. Und eigentlich in so einem Indizienprozess würde man schon glatt sagen, klare Sache, Verschwörung existiert, die und die Leute gehören dazu, die kassieren wir jetzt mal ein, die werden wir jetzt mal interviewen in einem Untersuchungsausschuss, und wenn sich dann herausstellt, dass sie dies und das und jenes gemacht haben, was gegen unsere Gesetze verstößt, dann landen sie da, wo sie hingehören, nämlich im Knast, okay? Und dann hilft ihnen auch das ganze Geld dieser Welt nicht mehr, weil ihre eigene Dämlichkeit sie zu Fall gebracht hat, weil sie eigentlich an jeder Straßenecke irgendwo klar gemacht haben, dass sie da sind, dass sie sich für mächtiger halten, dass sie sich für wichtiger halten, dass sie sich für richtiger halten, sind sie aber nicht. Und deswegen, Montagabend, 18 Uhr, da werden wir uns unterhalten in Bürgerspaziergängen, auf der Straße, am Rathaus, an der Kirche, überall, wo wir gerade unterwegs sind. Jaha, wir werden spazieren gehen, wie ich es schon seit Monaten vorschlage und praktiziere. Hunderte von Kilometern, gerne. Es ist ihnen zu anstrengend. Nun gut, für die Freiheit muss man etwas tun. Versklavt wird man auch ohne sein Mitwirken. Alles klar? Schönen Tag noch. Tschüssi. Ich habe heute zufällig die Rede unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach gesehen. Und eigentlich kann man dazu gar nichts sagen, außer alles alter Kaffee, nichts Neues, nichts Inspirierendes, nichts Visionäres. Zum großen Teil abgelesen, noch nicht mal freie Rede. Tja, es war einfach eine schlechte Rede, eine ganz schlechte Rede. Und sie hat auch einfach nur das wiederholt, was uns hier die ganze Zeit gepredigt wird. Was von Anfang an falsch war und was auch in Zukunft falsch sein wird. Gute Nacht, Deutschland. Es wird Zeit für den Karl zu gehen. Denn was der noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette. Und es wäre auch gar nicht schön. Tschüss, Karl. Gute Nacht, Deutschland. Für den Karl wird's Zeit zu gehen.